Ja, die Zinsen sind im freien Fall. Die Lebensversicherung, die klassische Lebensversicherung, bietet kaum noch, ja, Rendite. Und immer mehr solcher Verträge werden gekündigt. Wenn auch du so einen Vertrag hast, der sich aus deiner Sicht nicht mehr rechnet, oder wenn du den vielleicht sogar schon gekündigt hast, dann zeige ich dir in diesem Video, wie du auch aus Altpapier, weil nichts anderes ist es ja dann noch, jetzt Geld machen kannst und was du tun kannst, damit dein Geld nicht verloren ist. Viel Spaß! Ja, die Finanzmarktkrise ist im vollen Gange und Corona tut seins dazu. Das heißt, die Zinsen sind im freien Fall und werden es auch in den nächsten Jahren noch sein. Und immer mehr Lebensversicherer spüren das. Und wenn du in die Jahresinformationen deines Vertrags schaust, dann wirst du sehen, naja, Jahr für Jahr, das lohnt sich in der Regel gar nicht mehr. Also die klassischen Kapitallebens- oder Rentenversicherungen, die lohnen sich in der Regel nicht mehr. Und das merken immer mehr Kunden. Und über 12 Milliarden Euro beträgt der Wert, für den Lebensversicherungsverträge jedes Jahr storniert werden. Dabei verschenken deutsche Verbraucher geschätzt 80 Millionen Euro, weil sie ihre Lebensversicherung kündigen. Und wenn auch du so einen Vertrag schon gekündigt hast, dann hör jetzt gut zu, weil es gibt Möglichkeiten, das zu heilen. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2013 kann so ein Vertrag bei einer fehlenden oder fehlerhaften Widerrufsbelehrung widersprochen werden. Das heißt, der Widerruf führt zur Auflösung des geschlossenen Vertrages vom Beginn an und kann zu einer deutlich höheren Rückzahlung führen, als wenn du den Vertrag ganz regulär kündigen würdest. Diese Möglichkeit gilt für Verträge, die zwischen 1994 und 2007 geschlossen worden sind. Diese Lösung gilt egal für welchen Vertrag, also für normal laufende Verträge, für beitragsfreigestellte Verträge, für schon ausgelaufene Verträge, also die Versicherung hat dir den Vertrag schon ausgezahlt, oder auch für Verträge, die in der Vergangenheit schon gekündigt worden sind. Das heißt, es lohnt sich wirklich, mal in die alten Unterlagen zu schauen und zu schauen, ob da irgendwo Altpapier drin ist, weil du kannst aus diesem Altpapier, nichts ist es, wirklich für dich Geld machen. Für welche Verträge lohnt sich das? Einmal natürlich für die ganzen klassischen Kapital-, Lebens- und Rentenversicherungen, also die, die in einen Deckungsstock einzahlen. Da steht klassischer Vertrag drauf, wenn du nicht weißt, was ein Deckungsstock ist. Die werden auch in den nächsten Jahren auf gar keinen Fall eine Rendite machen. Und auch wenn immer wieder gesagt wird, ja, das sind aber gute Verträge mit einer hohen Garantieverzinsung, worauf gibt es denn den Garantiezins? Auf den Sparanteil. Das ist der Anteil nach den Verwaltungsvertriebskosten, nach den Risikokosten in dem Vertrag. Also von 100 Euro gehen nicht 100 Euro in den Sparanteil, sondern vielleicht 70, 80. Und darauf gibt es dann die vermeintlich gute Garantieverzinsung. Und dann nochmal einen klassischen Dreisatz machen. Wenn von 100 Euro nur 70 Euro oder 60 Euro in den Sparanteil gehen, wie hoch ist denn dann noch wirklich die Garantieverzinsung? Dann alle Fondspolicen natürlich. Teure Fondspolicen, die mit aktiven Fonds bespart werden, wo wirklich hohe Verwaltungskosten drin sind, auch hohe Fondskosten, Transaktionskosten und so weiter. Da lohnt es sich auf jeden Fall, einmal sich die Widerrufsbelehrung anzuschauen und zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob dieser Vertrag eventuell widerrufen werden kann. Das Ganze geht auch bei Riester- und Rürup-Verträgen. Hier solltest du vorher deinen Steuerberater fragen, wie ist denn die steuerliche Auswirkung, wenn dieser Vertrag aufgelöst wird. Aber das Prinzip des Widerrufs gilt auch für diese Verträge. Ja, lohnt sich das? Bringt es das überhaupt? Professor Schade, ein sehr anerkannter Versicherungsmathematiker, hat zwei, drei Beispiele durchgerechnet. Und du siehst in diesen Beispielen, wie hier, dass wir hier über einen Mehrwert von 18.000 Euro sprechen, ob ich den Vertrag kündige oder ob ich den Vertrag widerrufe. In dem zweiten Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist der Mehrwert 12.000 Euro. Ja, wie geht das Ganze vonstatten? Die Rückabwickler bekommen einen Erfolgsbonus. Das heißt, sie nehmen eine gewisse Prozentzahl, 10, 15, 20% des Mehrertrags, also was du mehr erwirtschaftest. Und wie in diesem Beispiel, 12.000 Euro Mehrertrag, ja, das lohnt sich. Die Rechtsanwaltskosten werden in der Regel vom Rechtsschutzversicherer übernommen. Das solltest du vorher einmal überprüfen, den anschreiben. Ansonsten, wir checken das für unsere Mandate.
Und wenn du keine Rechtsschutzversicherung hast, dann geh mal auf die Seite des Bundes der Versicherten. Da gibt es eine Rechtsschutzversicherung, die hat eine ganz kurze Wartezeit und die übernehmen solche Fälle. Die Kosten liegen so zwischen 100 Euro für einen Single und 200 Euro für ein Ehepaar. Also du siehst, wenn du einen oder mehrere Verträge hast, dann lohnt sich das auf jeden Fall, diesen Widerruf einmal zu prüfen. Wenn du jetzt sagst, das ist mir alles nicht ganz koscher und Anwalt und es dauert zu lange und so weiter, gibt es noch eine Alternative. Die Alternative heißt, die Lebensversicherung zu verkaufen. Lebensversicherung verkaufen? Wer soll denn das machen? Es gibt einen Zweitmarkt für Lebensversicherung und diese Gesellschaften kaufen bestehende Verträge an. Die prüfen das, ob sich das für die lohnt und die führen den dann ganz normal fort. Vorteil für dich ist, du bekommst in der Regel ein paar hundert oder tausend Euro mehr als der Rückkaufswert der Versicherung und das relativ schnell, in der Regel zwischen 2 und 4 Wochen und du hast das Geld auf deinem Konto. Und damit bist du auf jeden Fall besser gestellt, als wenn du den Vertrag kündigen würdest. Du siehst also, es gibt verschiedene Arten, mit einem schlechten oder alten Lebensversicherungsvertrag umzugehen. Den Kopf in den Sand stecken und zu sagen, oh Gott, war alles ganz schlimm, ist sicherlich die schlechteste Art. Insofern lohnt es sich, einmal in deinen Ordner zu schauen, in die alten Verträge zu schauen, auch wenn du die schon gekündigt hast, und nachzuschauen, ob da noch Geld rauszuholen ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du nie wieder ein Video verpassen willst, ja, dann abonniere doch den Kanal. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen hoch und wenn du den Kanal abonnierst, dann vergiss die Glocke nicht, dann wirst du immer wieder daran erinnert, wenn ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Bis bald!